Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pressevertreter, liebe Analysten, ich freue mich sehr, Sie zur Pressekonferenz auf dem 16. DSAG-Jahreskongress zu begrüßen. Wir haben wie jedes Jahr ein interessantes Themenpaket für Sie geschnürt, das unsere beiden Sprecher, der Herr Leugert von SAP und der Herr Lenk von der DSAG, für Sie gleich entpacken werden. Es geht um S4HANA, es geht um Zahlen der DSAG, unsere Mitgliederumfrage, eine Einschätzung, wie die Mitglieder die S4HANA eben adaptieren. Und da sind wir dann auch im Nachgang sehr gespannt auf Ihre Fragen. Wir haben wie immer 20 bis 30 Minuten Zeit für Ihre Fragen und freuen uns jetzt schon darauf. Ja, dann würde ich sagen, Herr Lenk, weiter mit Ihnen. Ja. Dankeschön. Danke, Geli. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, die Motivation für das Motto des Jahreskongresses, wir haben ja eine kleine Anleihe bei der SAP gemacht. Wir haben gesagt, ERP for Customer, ist ein bisschen Englisch drin. ERP for Customer, warum? Das ERP-System für den Kunden, das ist das, was wir beleuchten wollten. Das heißt, ein Stück weit reflektiert Suite for HANA, mit eigenen Worten übersetzt. Und wir haben dann noch gesagt, ist es mehr als schnell und einfach? Weil wir haben sehr, sehr häufig hören wir den Slogan fast and simple. Und wir haben einfach mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich schnell? Und brauchen wir nicht eigentlich viel mehr als schnell? Weil Geschwindigkeit ist halt sonst vielleicht auch nur die kurze Laufzeit von Transaktionen. Wir haben das heute Morgen auch gehört in der einen Kundenkino, die ich hatte. Das ist hochwillkommen, aber das wird nicht das Investitionskriterium der Kunden schlechthin sein. Das heißt, was brauchen wir, wenn wir von schnell sprechen, was brauchen wir denn noch? Wir müssen Geschäftsprozessanwendungen schnell umsetzen, wenn wir neue Anforderungen haben. Und da brauchen wir halt häufig Wochen, wenn nicht sogar Monate, um auch neue Geschäftsprozesse aufzubauen. Und auch das muss schneller gehen, damit wir sowas machen können. Realtime-Reporting über die Unternehmensbereiche. Es reicht einfach nicht mehr aus, 24 Stunden später zu wissen, was passiert. Ich will momentan wissen, was passiert momentan in der Produktion, was passiert momentan im Lager, wie viele LKWs kommen heute, wie viele wurden abgefertigt und, und. Realtime-Reporting ist einfach gefragt. Und der Prozess, der am längsten dauert, ist wirklich neue Prozesse komplett aufzusetzen, neue Businessmodelle auch zu denken. Da denken wir vielleicht sogar gar nicht mehr in Monaten, sondern vielleicht heute in Jahren. Und das können wir uns zukünftig eben nicht mehr erlauben, wenn wir dem folgen wollen. Und deswegen mehr als schnell auch in diesen Bereichen. Und da muss man strukturell was verändern. Und ein ERP der Zukunft für den Kunden muss genau dieses können, weil das nämlich die Anforderungen der Zukunft sind. Und dann auch die Frage gestellt, was ist mehr als einfach? Und das ist eher eigentlich aus zwei Perspektiven zu betrachten. Der Anwender braucht die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er muss das Prozessmodell verstehen, damit er sich eindenken kann. Er muss wissen, welche Rolle er wann, wo, wie spielt, damit eben der Prozess auch sauber durchlaufen kann. Und wir brauchen sicherlich auch einfache aufgabenbezogene Oberflächen, die auch durchgängig sein müssen. Es hilft nichts, wenn ich eine neue Oberfläche für eine Aufgabe habe, aber die anderen Schritte, die ich dann auch machen muss, in einer anderen Oberfläche funktionieren. Also das muss dann auch an dieser Stelle einfach sein. Und technisch einfach bedeutet, wie kann ich Geschäftsprozesse anpassen? Und das geht am einfachsten, je stringenter, je strukturierter diese Geschäftsprozesse aufgebaut sind. Und ich brauche auch komplexe Prozesse. Die Prozesse sind nicht immer einfach. Ich brauche komplexe Prozesse, weil heute unsere Firmen auch komplex aufgebaut sind. Aber ich brauche sie ohne Redundanzen. Das heißt, ich muss genau wissen, welches System, welcher Prozess kann jetzt meine Geschäftsanforderungen erfüllen. Und ich brauche auch keine Datenredundanzen, weil Redundanzen heißt immer ungewünschte Komplexität. Und das bedeutet dann einfach wesentliche Verletzung dieses Einfachheitsprinzips. Ja, und dann haben wir ja noch heute Morgen noch die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich mehr? Und dann ganz klar, wenn ich was Neues mache, dann tue ich das dann deswegen, weil ich neue Funktionalität bekomme, weil ich volle Prozessabdeckung bekomme und weil ich in eine Plattform vielleicht für die Lösung von morgen investiere. Und wir haben heute Morgen auch gehört, es hat mir gut gefallen und ich fand es sehr mutig zu sagen, ich investiere auch heute in eine Lösung, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob das diese Lösung oder dass diese Plattform wirklich meine Fragen von morgen abdecken wird. Aber ich tue das in dem Vertrauen darauf, dass SAP diese Funktionalität für diese Plattform von morgen entwickelt. Und das ist natürlich ein Commitment, was hier abgegeben wird, weil letztendlich hängen unsere Jobs von solchen Entscheidungen auch ab. Und ich meine, gut, dass es da die DSAG gibt, wo man eben dann auch solche Dinge dann auch wirklich mit der SAP einfordern kann.
Und das Fazit ist ganz klar, wenn wir solche Punkte lösen, dann wird sich ein Business Case in den Firmen sofort errechnen. Also wenn ich die funktionelle Prozessabdeckung habe, wenn ich die Plattform habe und das Ganze zu vernünftigen Kosten habe, dann habe ich auch den Business Case. Ja, und damit wir das nicht einfach so diskutieren, haben wir natürlich die Kunden gefragt. Wir haben einen Realitätscheck gemacht. Wir haben 357 Teilnehmer als Feedback gehabt. Das heißt, wir haben nur die DSAG-Unternehmen gefragt, die auch wirklich Anwenderfirmen sind, keine Servicepartner. 357 Teilnehmer ist ein sehr, sehr gutes Feedback. Wir hatten natürlich immer nur einen Ansprechpartner pro Unternehmen und haben, wo es immer möglich war, direkt die CROs oder die Unternehmensvertreter gefragt. Ja, Realitätscheck zur S/4HANA. Wie gehen die Unternehmen mit S/4HANA um? 10% haben Projekte gestartet oder Lizenzen erworben. Das sind also diejenigen, die sich jetzt aktiv damit beschäftigen. Wir haben ein gewaltiges Informationsbedürfnis. 42% informieren sich zurzeit oder versuchen sich zu informieren, was nicht so einfach ist. Und 48% sehen heute noch keinen Mehrwert oder haben sich damit noch nicht beschäftigt. Auch das ist okay. Wir sehen also ein geteiltes Bild. Wir haben die gefragt, nein, wir haben alle gefragt, aber wir haben gefragt, was ist denn nun eigentlich wirklich das Informationsbedürfnis? Und da ist eben die wirklich signifikante Zahl, 72% machen ihre Entscheidung pro oder contra S/4HANA daran fest, wie der Funktionsumfang und die Verbesserung gegenüber einem SAP ERP sein werden. Und weitere 56%, Mehrfachanwendungen waren möglich, brauchen Informationen zum Geschäftsnutzen, um sich dort entscheiden zu können. Es sind also gar nicht so sehr die technischen Fragen, die sicherlich auch zu klären sein müssen, die über den Einsatz von S/4HANA zukünftig entscheiden werden, sondern es sind Funktionalitätsfragen und Geschäftsnutzenfragen. Was für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Bild in die Zukunft macht, weil solche Entscheidungen sollte man auch so treffen. Wie sieht es aus mit der strategischen Relevanz von SAP-Lösungen? Wie schätzen die DSAG-Mitglieder das Produktportfolio von SAP da ein? 70% vertrauen weiterhin strategisch auf die Business Suite. Aber auch, und das ist eine große Zahl, aber auch 27% der Anwender sehen ein S/4HANA On-Premise als strategisch gesetzt an. Also das ist schon, das sind die Anwender, die sich sicherlich in den nächsten Monaten und auch im nächsten Jahr mit solchen Lösungen beschäftigt werden, wenn die Informationen halt da sind. Cloud als strategische Option ist zumindest mal bei unseren Mitgliedsunternehmen wenig ausgeprägt. Und weil die Kunden haben Know-how aufgebaut, sie vertrauen auf die Business Suite. Und deswegen ist neben S/4HANA sicherlich auch die Forderung der DSAG, dass die Business Suite weiterentwickelt wird. 2025 ist ja das Wartungsversprechen, aber bis 2025 brauchen wir eben auch Innovationen auch in der Business Suite, um gegebenenfalls Digitalisierungsvorhaben, die ich in den Firmen habe, zu unterstützen. Was ist der Status zur digitalen Transformation in den Unternehmen? Heterogenes Bild, 15% unserer Mitgliedsunternehmen sind schon in der Umsetzung bei der Digitalisierung. Ein Drittel evaluiert Themen dazu und 50% sehen aber derzeit noch keinen Bedarf, dieses zu tun. Die Frage gestellt, ob S/4HANA oder die HANA Cloud Plattform diese Digitalisierungsstrategien unterstützen kann, sagen uns 40% der Unternehmen ja, wir sehen einen klaren Mehrwert da drin. Und 60% sicherlich dann auch im Umkehrschluss sehen eben keinen Mehrwert da drin. Und Mehrfachnennungen waren auch hier möglich, weil worin besteht der Mehrwert? 22% sagen, der Mehrwert besteht in Funktionalität, die Sie heute schon erkennen. 8% sagen in hybriden Lösungen und ja. Was ist das Fazit? Also wir denken, dass für die Digitalisierung wir sicherlich in den nächsten Monaten auch weiterhin Wachstum dort haben werden und es besteht ein klarer Auftrag an die SAP zu zeigen, wie ich über Funktionalität meine Digitalisierungsvorhaben vorantreiben kann. Das heißt also, wie kann ich eigentlich mein Produktspektrum, mein Servicespektrum oder auch mein Insight, mein Real-Time-Awareness, wie kann ich das verbessern? Und das Ganze ist, und das sagen wir jetzt schon seit ein paar Jahren, absolut notwendig zu begleiten über den Schutz des geistigen Eigentums, weil gerade Digitalisierung, Öffnung von Unternehmensgrenzen, Nutzung von Cloud geht immer einher mit einer Verteilung meines Intellectual Properties, das ich in den Firmen habe, sei es eben Produkt-Know-how, sei es eben Service-Know-how und, und.
Und das ist doch ein Blocking Point, den ich habe. Und von daher haben wir das Thema immer adressiert. Wir haben aber auch gesagt, es gibt eigentlich keinen Königsweg aus dieser Falle heraus, weil wenn ich Daten in die Cloud bringe, selbst wenn ich eine EU-Cloud verwende, habe ich immer das Problem, dass im Zuge der staatlichen Terrorabwehr natürlich auch Backdoors geöffnet werden oder eben Daten, die in Rechenzentren auch in Europa liegen, international abgreifbar sind. Und da bin ich als Softwareanbieter, der international aufgestellt bin, natürlich immer in einer gewissen Falle, sobald ich in Amerika bin, sobald ich auch in China bin, unterliege ich den dortigen Gesetzen und die sind eben anders als die EU-Gesetze. Und in dem Zusammenhang, ich habe es heute Morgen gesagt, was ich glaube, was wirklich ein großer Erfolg ist, was wir dort jetzt erreicht haben, gemeinsam mit SAP, dass die SAP diesen EU-Access anbietet. Eine Art interner Firewall innerhalb der SAP, wo ich sicherstellen kann, dass Daten, die sich in EU-Rechenzentren der SAP befinden, außerhalb dieser EU-Rechenzentren nicht auslesbar sind. Das wird einfach technisch geblockt und nur der Kunde kann sozusagen den Schalter intern zurücksetzen und kann sagen, jetzt erlaube ich das aber auch dem Support, auf diese Daten zuzugreifen. Das ist natürlich unabhängig davon, dass der Kunde über Frontend-Funktionalität natürlich seine Daten auch in Amerika nutzen kann. Ich glaube, das kann dazu geeignet sein, ein großes Stück weit dieses Vertrauen in das Intellectual Property bei einem Partner wiederherzustellen. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn andere Softwarehersteller diesen Weg auch mitgeben würden, weil sicherlich SAP ist ein großer Partner, aber andere Unternehmen sind es eben auch. Und vielleicht ist das erstmal der Weg, der das freimachen kann. Schlussresümee, Funktionalität ist der Schlüssel, für uns ganz klar. Wir brauchen mehr Informationen von der SAP, wie sie mit den bestehenden, aber auch mit neuen Lösungen Digitalisierungsvorhaben umsetzen können. Das Interesse von S/4HANA ist groß, die Erwartung ist auch groß. Dazu brauchen wir die Informationen und ja, wofür stehen wir als DSAG? Natürlich gemeinsam mit der SAP für unsere Kunden mehr zu erreichen und das werden wir weiterhin machen. Dankeschön. Herr Leukert? Ja, vielleicht ergänzend und auch wiederholend zu dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Wir spüren schon sehr stark, dass die Digitalisierung in der Wirtschaft und die Umstellung von Teilprozessen schneller vorangeht, als wir selbst noch vor ein, zwei Jahren geglaubt haben. Man kann Zitate von der IAA nehmen, wo es einzelne CEOs gibt, die die Vision des Autos der Zukunft als iPad auf vier Rädern bezeichnen. Das aber ist nur ein einzelnes Beispiel. Wir können das, was wir heute Morgen hier in der Keynote gezeigt haben, was wir mit der Sansibar auf Sylt machen, im Prinzip nichts anderes als ein Restaurant in den Sanddünen auf einer Insel klar aufzeigen, dass hier Mehrwert durch digitalen Zugang von Benutzern geschaffen wird. Der Brand, den kennt jeder, glaube ich zumindest in Deutschland oder auch in Österreich und der Schweiz. Bisher gab es aber keinen Zugang für Konsumenten auf, in dem Fall Fashion, auf Wein. Und da haben wir, glaube ich, zusammen mit der Sansibar einfach ein Beispiel geschaffen, dass es industrieübergreifend diese Digitalisierung Einzug erhält. Was wir glauben ist, dass die Art und Weise, wie es getrieben wird, sehr stark vom Konsument und vom Kunden abhängig wird. Dort, wo wir immer über B2B und B2C geredet haben, wird es eine Veränderung geben. Der Konsument oder der Kunde selbst wird mehr und mehr in die Steuerzentrale rücken und entscheiden, was er sich vom Hersteller des Produktes, vom Lieferant der Services erwartet und damit ein massives Umdenken in der gesamten Industrie über alle Industriezweige hinweg sehr stark beschleunigen. Deswegen investieren wir, wenn wir über die Business Suite reden, im Moment sehr stark in Customer Engagement und Commerce und haben da auch jetzt gerade ja vor ein paar Tagen in New York eine Neudefinition von CRM im Markt angekündigt, wo wir glauben, wo wir einzigartig sind, eben nicht nur eine Automatisierung der Sales-Mannschaft und ein Massenmarketing mit E-Mails, sondern
ein komplettes Verständnis von Sales, Service, Marketing und Commerce über verschiedene Kanäle hinweg, über verschiedene Endgeräte hinweg. Und mit Kanälen meine ich, das kann ein Shop sein, das kann ein Callcenter sein, das kann ein Webshop sein. Und diese sowohl der Content als auch die Art der Interaktion jederzeit im Unternehmen verfügbar zu haben, egal ob die Person A oder B mit dem Kunden in Kontakt steht. Und dann darauf aufbauend, auf dieser Grundlage, eben gezielt Promotionen zu schalten, gezielt Angebote dem Kunden zu übermitteln. Und wir reden da vom digitalen Marketing. Und über diesen Weg werden wir dann die kompletten Wertschöpfungsprozesse des Unternehmens verändern müssen. Weil nicht nur das Angebot an den Konsument, sondern auch, was vielleicht heute Massenproduktion ist, was ich heute Morgen als kleinen Scherz mit der Parfümflasche gebracht habe, oder was für Hersteller von Sportschuhen gilt, dann ist dieser Sportschuh, der bisher in einer Massenproduktion gefertigt wurde, ist diese Parfümflasche, die nicht einzigartig war, plötzlich einzigartig, weil da nämlich ein Etikettenlabel draufkommt, weil eine Gravur draufkommt und damit ist diese Flasche nur noch für einen einzigen Konsumenten ein Mehrwert. Jemand anders will diese Flasche nicht mehr. Was aber zeigt, dass wir sowohl die Produktion wesentlich flexibler gestalten können müssen. Wenn wir mit Unternehmen reden, dann sagen die, es geht nicht mehr nur darum, einen Herstellungsprozess über mehrere Wochen und Monate zu optimieren, möglichst optimale Losgrößen zu definieren, sondern möglichst Flexibilität in diesen Herstellungsprozess und dann auch in den nachgelagerten Logistikprozess, wenn es an Auslieferung und Billing geht, einzuführen. Dafür haben wir im Prinzip dann die gesamte Business Suite, den Kern, entschlackt mit S4, einem wesentlich schlankeren Datenmodell und dort auch dem Motto nachgekommen, natürlich ist Geschwindigkeit selbst schon ein Mehrwert. Natürlich ist Einfachheit auch ein Mehrwert, aber flexibel sowohl auf Kundenbedarfsseite als auch auf der Lieferantenseite reagieren zu können, ist ein Mehrwert, der erst durch Einführung von diesen digitalen Prozessen erfolgt. Dass das nicht nur operative Prozesse betrifft, sondern auch die Geschäftsleitung, haben wir versucht, im digitalen Boardroom der Zukunft heute Morgen zu zeigen. Überall, wo wir diese Art und Weise, wie wir jetzt bei SAP seit einem Quartal arbeiten, demonstrieren, bekommen wir sehr positive Resonanz. Und es zeigt uns auch, dass die Zeit, in der Entscheidungsvorlagen in der Geschäftsleitung durch Backoffice-Mitarbeiter in Form von Excels, PowerPoints mit veralteten Daten, die dann 2-3 Wochen alt sind, dass diese Zeit Vergangenheit ist und dass wir in Zukunft wesentlich agiler und schneller solche Entscheidungen treffen müssen, weil auch die Wirtschaft wesentlich schneller Veränderungen sieht, ob das jetzt eine Entscheidung am Kapitalmarkt ist durch Veränderung von Zinsen, ob das Investitionsvorgaben sind, ob das politische Regelungen sind. All diese Faktoren spielen mit rein und wir müssen uns verabschieden, dass das alles Mehrjahresplanungen sind, die in Stein gemeißelt sind und nicht mehr verrückbar sind. Und deswegen haben wir hier in beiden Bereichen extrem investiert. Was darüber hinaus für uns essentiell ist, und ich glaube auch da möchte ich auf dem Thema Plattform, Applikation und Geschäftsnetzwerk aufbauen, dass wenn ich mit Kunden rede, dann sind bei vielen Kunden im Moment Projekte am Laufen, wo unterschiedliche Technologien im Einsatz sind. Gerade unter dem Eindruck jetzt der IAA, unter der ich noch ein bisschen stehe, wenn ich nur die Automobilbranche nehme, wage ich hier das Statement, es wird nicht funktionieren, dass ein Automobil in Zukunft 5 verschiedene Technologie-Plattform-Provider im Auto hat. Die Komplexität wird für einen Hersteller so nicht mehr beherrschbar. Er muss sich für eine Plattform und für einen Provider entscheiden. Ich wünsche mir, dass es natürlich in möglichst vielen Fällen die SAP ist, inklusive der Anbindung dieser Services im Auto an das bestehende an die bestehende IT-Landschaft. Auch hier müssen Abrechnungssysteme geschaffen werden. Wenn Sie einem Fahrer im Auto
digital anbieten, schon einen Parkplatz vorreservieren können, einen Stellplatz an der Zapfsäule vorbelegen können, dann ist doch der nächste Schritt wünschenswert, dass er dann nicht aussteigt, obwohl er ja eindeutig identifizierbar ist und erstmal nochmal mit der Kreditkarte oder sogar ein Bar bezahlt, sondern dass das, was wir heute aus der Telekommunikationsindustrie können, dass diese Services dann einfach entweder abgebucht werden oder er bekommt monatlich eine Rechnung. Und egal, ob er einen Service an der Tankstelle, ob er einen Parkservice, ob er irgendwo an einer Raststätte einen Kaffee trinkt, all diese Services kann er in Zukunft über das Automobil steuern, konsumieren und auch die entsprechende Abrechnung muss dafür geschaffen sein. Das wird sehr viel größeres Volumen an ein Kern-FICO-System stellen, so wie es heute nur die Telekommunikationsindustrie und vielleicht ein paar App-Anbieter, die auf Android oder iOS Apps anbieten, nur diese haben heute diese Volumen zu bewältigen. In Zukunft werden es auch andere Industrien sein. Was mir wichtig ist, dass wir die Einzigen sind, die solche Services mit einer offenen Plattform anbieten, wo wir es erlauben, digitale Informationen, digitale Angebote aus Geschäftsnetzwerken, weil es nicht nur eins geben wird, zu integrieren. Im Bereich Procurement haben wir das mit Ariba, im Bereich Ausgaben, und jetzt benutze ich bewusst ein sehr neutrales Wort, und nicht nur Reisekostenausgaben, sondern jede Form von Ausgaben können in Zukunft über Geschäftsnetzwerke erstmal transparent gemacht werden, aber dann nicht nur konsumierbar für Enduser zur Verfügung gestellt werden, sondern wir müssen auch die entsprechenden Leistungserbringungsprozesse und die Abrechnungsprozesse permanent einfach über bestehende IT-Landschaften abdecken. Ansonsten wird ein Unternehmen den Komplexitätstod sterben und es wird kein Geschäftsmodell daraus entstehen. Das nur als Zusammenfassung und eine Bestätigung unserer Strategie, die wir im letzten Jahr bereits angekündigt haben. Was richtig ist, dass wir bei all diesen Anstrengungen auf eine Plattform setzen, die einen kleinen digitalen Data Footprint ermöglicht mit HANA, dass wir in Big Data Szenarien auch an eine verteilte Datenhaltung glauben. Deswegen haben wir die In-Memory-Technologie, die wir in HANA benutzen, auch mit HANA Vora in einer verteilten Datenwelt zur Verfügung, sodass wir über Spark auch im Prinzip beliebige Arten von Daten, die in einem, sagen wir, NoSQL-Filesystem wie Hadoop zur Verfügung gestellt werden, mit einer zentralen IT-Welt verbinden können. Ich glaube nicht, dass, wenn eine Riesenmenge an digitalen Daten in Zukunft entsteht, dass wir immer diese Daten in eine Zentrale bringen können. Ob das ein Cloud-Data-Center der SAP, eines Partners ist oder eines Kunden ist, spielt dabei weniger eine Rolle, sondern wir müssen auch Intelligenz und damit Software zu den verteilten Daten bringen. Das war im Prinzip die Neuerung, die wir Anfang des Monats in San Francisco angekündigt haben, um eben genau solche digitalen Prozesse mit Technologie unterstützen zu können. Abschließend sind wir sehr stolz, dass diese Prozentsätze, die jetzt in dieser Umfrage transparent werden, absolut gesehen doch signifikant sind. Wir haben heute bereits mehr als 1000 Kunden, die sich für S/4HANA entschieden haben. Wir haben eine dreistellige Anzahl von Projekten, die im Produktivsetzen ihrer Lösungen sind. Der eine ist etwas weiter, der andere weniger weit. Und wir haben auch schon eine hohe zweistellige Anzahl an tatsächlich produktiven Kunden. Auf der anderen Seite sehen wir eine Notwendigkeit, und das macht das Bild konsistent, dass es Unternehmen gibt, die im Moment noch sagen, ich kann es mir finanziell im Moment nicht leisten oder ich fokussiere mich auf meine bestehenden Geschäftsprozesse, optimiere die nur. Deswegen auch heute Morgen die Ankündigung, dass wir für die klassische Business Suite ein neues Enhancement Package konsistent im ersten Quartal 2016 auf den Markt bringen, was auch konsistent ist mit der Strategie, die ich letztes Jahr angekündigt habe, dass wir immer zuerst auf HANA Funktionalität liefern werden, jetzt mit S4 mit dem nächsten Release im November,
und dann das Ziel haben, ein bis maximal zwei Quartale später die relevanten Informationen dann auch in der Business Suite auf einer klassischen Input-Output-orientierten Datenbank mit Zeilenablage zur Verfügung stellen werden. An dieser Strategie werden wir festhalten, solange wir hier im Markt Bedarf sehen, dass es dafür auch Abnehmer gibt. Das wäre zusammenfassend nochmal eine Kurzversion von den Statements, die ich heute Morgen bereits in der Keynote gegeben habe. Ich gebe zurück für Fragen. Vielen Dank, Herr Leukert. Vielen Dank, Herr Lenk. Welche Fragen haben Sie? Was können wir beantworten? Herr Welz, Sie sind der Erste. Ja, Herr Leukert, Sie sprachen vom nächsten Release von S4HANA. Welches Release haben wir denn jetzt eigentlich? Also wir stehen jetzt, ich komme gerade vor wie ein Anwender, der auch einen gewissen Informationsbedarf hat, obwohl er die SAP eigentlich recht kontinuierlich beobachtet. Wo stehen wir denn gerade? Ist S4HANA eigentlich schon fertig? Es gibt ja unterschiedliche Komponenten dabei, wo die SAP wohl dabei ist, auch verschiedene Transaktionen zusammenzufassen. Ja, also Sie sprachen ja davon, das schlanker zu machen oder halt auch schneller zu machen bei Stücklistenauflösung oder. Mhm. Aber wo stehen wir denn jetzt? Welches Release haben wir denn jetzt konkret? Und wie informieren Sie dann die Kunden darüber, welches Release welche Funktionalität aufweist? Okay, also erstmal haben wir S4HANA im Februar in New York gelauncht, auf den Markt gebracht. Und seit Februar liefern wir jedes Quartal neue Funktionalität. Wir gehen also weg von dem, was Sie aus der Vergangenheit kennen. Alle ein bis zwei Jahre gibt es ein Release mit einer Versionsnummer, die dann über ein Upgrade konsumierbar ist oder auch nicht, wenn sich ein Kunde entscheidet, auf dem Alt-Release zu bleiben. Von dieser Philosophie haben wir uns verabschiedet. Wir werden permanent jedes Quartal neue Funktionalität liefern. Dass wir intern in der Codelinie hier eine Versionsnummer haben, ist eher ein internes Engineering, aber kein externes Branding. Warum machen wir das? Weil wir die gesamte Funktionalität für die Cloud bauen. Auch wenn wir erkennen, dass es in manchen Geschäftsbereichen, in manchen Line of Business einen größeren Appetit für ein Cloud-Deployment und damit für einen Cloud-Konsum gibt, in anderen eher noch on-premise vorherrscht, vor allem hier, wenn wir über Deutschland, Europa sprechen, in Amerika sieht das Bild ein bisschen anders aus, werden wir immer für die Cloud zuerst bauen und danach on-premise ausliefern. Eingeschränkt immer, solange wir daran glauben, dass es noch entsprechende Nachfrage in der Line of Business auch on-premise gibt. Den Trend sehen wir in die Cloud, ganz klar. Und jetzt die Frage konkret, wo stehen wir? Wir haben die Datenmodelle im Financial vereinfacht. Wir haben über die letzten zwei Quartale im Sales, im Distribution, im Materials Management in diesen quartalsweisen Shipment auch schon Datenmodelle vereinfacht. Andere Benutzerführung, andere Benutzerinteraktion ausgeliefert. Es wird eine sehr große Veränderung jetzt mit dem Release, das wir im November, mit dem Quartalsshipment, was wir im November auf den Markt bringen, geben, weil wir hier das, was wir in den Shipments bereits vorbereitet haben und technisch im System ist, jetzt sehr auf Herz und Nieren durchgetestet haben. Und uns ist durchaus bewusst, welche Verantwortung wir haben, wenn wir ein Core-ERP auf den Markt bringen. Ich glaube, das kam heute Morgen in dem einen oder anderen Vortrag auch ganz klar rüber. Wir reden hier nicht von einer mobilen App, die, wenn sie mal nicht funktioniert, weggeklickt wird oder dann gibt es einen neuen Download, sondern wir reden vom Kernwertschöpfungsprozess eines Unternehmens. Deswegen haben wir da uns im einen oder anderen Fall auch etwas Zeit gelassen, haben gesagt, Stabilität und Robustheit ist absolut essentiell. Genauso wie der Aufwand, um dorthin zu kommen, was wir in der Vergangenheit mit Release-Upgrades gemacht haben, wo wir ein komplettes Wochenende Zeit hatten, wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. In einer globalen, vernetzten Welt, sobald Produkte eben über verschiedene Kanäle in verschiedenen Zeitzonen angeboten werden, gibt es kaum noch ein Downtime-Window wie ein Wochenende, eventuell sogar ein längeres Wochenende mit Feiertage, was wir nutzen können. Deswegen haben wir sehr stark in ein Verfahren, was Near Zero Downtime heißt, investiert. Da sind wir heute bei größeren ERP-Systemen
im Stundenbereich. Ich habe es heute Morgen berichtet, mit einem Großkunden waren wir da bei 4,5 Stunden, der jetzt mit S4 produktiv gegangen ist. Mit Datenbank. Es gibt natürlich Prozessschritte, die vor einer technischen Downtime möglich sind, und es gibt Prozessschritte, die nach einer technischen Downtime ablaufbar sind und durchgeführt werden. Das Ganze spielt aber für den Endbenutzer keine Rolle, und das muss das Ziel sein. Wir wollen auch nicht bei 4,5 Stunden stehen bleiben, sondern wir haben noch eine Reihe von technischen Ideen, wie wir das noch weiter runterbringen können, um im Prinzip permanent Updates an neuen Innovationen einspielen zu können, aus dem Dilemma rauszukommen, dass wir eben, was Sie fragen, welches Release, welche Nummer haben wir denn jetzt und wann wagen wir den großen Schritt nach vorne. Das ist absolut unser Ziel. Werden wir das für alle Release-Kombinationen anbieten? Nein. Da gibt es sicher intern noch Gespräche. Im Moment ist meine Vorstellung, dass wir das maximal 2 Jahre zurück machen. Da wir jetzt aber ganz am Anfang stehen, haben wir da noch 1-2 Jahre Zeit, um es zu definieren. Das heißt, ein Kunde muss mit uns gehen, vielleicht nicht jedes Quartal, egal ob er jetzt on-premise oder in der Cloud ist, aber er muss schon bereit sein, innerhalb von 2 Jahren einmal einen Code-Versionsstand zu verändern. Ansonsten können wir dann das Near-Zero-Downtime-Verfahren nicht mehr anbieten. Wir werden nach wie vor Upgrades anbieten. Also technisch wird es möglich sein, aber dann sind wir in der alten Welt. Da stehen wir jetzt. Ich glaube persönlich, dass wir durch das November-Shipment eine große Menge an neuem Mehrwert und Business Cases liefern werden. Und ich glaube, dass das speziell jetzt für, weiß nicht, Ende 15, eventuell noch im kleineren Umfang, aber für das Jahr 2016 zu einer starken Beschleunigung von der Adoption von S/4HANA führen wird. Technisch reden wir intern immer vom 15, also im Jahr, und dann immer den Monat. Also 15.05 war der Mai, 15.08 ist der August, und dann gibt es einen 15.11, das ist dann der November. Aber das ist rein intern, wie wir die Entwicklung steuern. Wenn das außen hilft, können Sie es auch gerne. Offiziell Marketing und Branding ist es nicht. Ja, IT-Online-Magazin, Helge Sanden. Herr Leukert, ich habe noch mal eine Frage zum S/4HANA-Ausblick. Da habe ich vermisst HCM auf dieser Folie, die Sie da gezeigt haben. War das Zufall, dass das da fehlte, oder können Sie da was sagen zur Perspektive vom HCM? Ja, klar kann ich was sagen zu. Also erstmal ist HCM der Bereich, wo wir im Moment den stärksten Trend in die Cloud sehen. Wir sehen eine massives Wachstum von SuccessFactor. Wir werden Elemente, die heute im HCM on-premise sind, wie die Gehaltsabrechnung, als Engine oder haben das als Engine verschalt und werden es als Cloud-Service anbieten. Das heißt, nicht jede Funktionalität, die Sie heute über SuccessFactor in der Cloud beziehen, ist zwangsläufig neu programmiert, sondern bestehende Assets, die wir haben, die werden wir natürlich wiederverwenden, um sie auch in der Cloud anzubieten. Es ist richtig, dass HCM sicher der Bereich ist, der im Moment, wenn wir an Recruiting, Performance Management denken, eine sehr starke Nachfrage in der Cloud hat und eine rückläufige Nachfrage in On-Premise. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass wir HCM aus S4 ausbauen? Nein, selbstverständlich nicht. Zum einen haben wir für die Business Suite sowieso eine Wartungszusage gegeben, bis 2025. Wir werden uns an diese Wartungszusage halten und dort auch in Interaktion mit Kunden, mit den Benutzergruppen definieren, was an Neuerungen, an Innovationen kommt. Insofern kein Ausbau und kein Absagen von Funktionalität. Man könnte es mehr als Landeplatz bezeichnen, und auf diesem Landeplatz muss dann in Interaktion mit Kunden entschieden werden, wo noch Appetit für Neuerungen ist und wo Kunden sagen, bevor ich jetzt eine neue Recruiting-Lösung einführe, da glaube ich, da starte ich doch jetzt mal doch eher in der Cloud, weil gerade diese Interaktion, in dem Fall mit einem Bewerber, ja sowieso von außen kommt. Warum soll die jetzt in einem On-Premise-System in meinem Datacenter sein? Hinzu kommt hier natürlich auch die Datenschutz- und die Verpflichtung,
Daten wieder zu löschen, wenn dann ein Bewerber nicht genommen ist? Und warum soll sich ein Unternehmen genau mit diesen Regularien beschäftigen, wenn es einen Anbieter gibt, der die Regularien kennt, permanent monitort und dem Kunden diese lästige Pflicht abnimmt? Also es wird es weiter geben, auch on-premise. Investitionsschwerpunkt ist aber im HCM in der Cloud. Frank Niemann, Analyst bei PAC. Mich würde interessieren, die Business Suite wird weiterentwickelt. Business Suite on HANA ist ja auch eine Option. Wie viel Digitalisierung ist denn mit der Suite möglich, vor dem Hintergrund, dass die Kunden ja Business Cases brauchen für den Umstieg auf S4HANA? Vielleicht könnten Sie das, Frage geht an Sie beide, kurz erläutern. Also prinzipiell ist, denke ich mal, Digitalisierung mit einer Business Suite möglich. Weil ich kann ja heute eine Business Suite aufsetzen, ich kann mir Prozesse dort überlegen. Der Vorteil ist, ich habe dort sehr gereifte Prozesse und ich kann sie natürlich erweitern. Immer dann, wenn diese Prozesse zurückgreifen auf größere Datenmengen und vielleicht auch externe Daten, die ich dort noch mit hineinbringen möchte. Ich glaube, in so einem Fall kann eine HANA-Datenbank an dieser Stelle durchaus Vorteile für sich geltend machen. Das heißt also, wenn ich dann Big Data und sozusagen meine klassischen Prozesse zusammenbringe, könnte eine Business Suite on HANA auch Vorteile haben in diesem Fall. Dann müsste ich mir allerdings die Frage stellen, warum bleibe ich denn wirklich noch auf einer Business Suite on HANA, weil das Produkt Business Suite on HANA, die Existenzberechtigung, wird sich eigentlich, je mehr Funktionalität in S4HANA eigentlich hineinkommt, immer weniger stellen. Das heißt also, eigentlich sehe ich persönlich zwei Arten von Unternehmensstrategien. Die einen werden eben hergehen, sagen, ja, unsere Prozesse sind auf einer Business Suite so integriert aufgebaut und das wollen wir auch genauso haben. Und die bleiben auch auf klassischen Datenbanken, die können sie betreiben und sie werden dann entsprechend die Prozesse so erweitern, wie sie das brauchen, und die anderen Kunden werden dann eben hingehen und werden halt sagen, ich gehe jetzt einen S4HANA-Weg und werde das eben machen. Also insofern würde ich mal sagen, beides ist möglich und beides ist auch strategisch relevant für die Unternehmen. Vielleicht noch ergänzend, also erstmal volle Zustimmung. Warum haben wir denn beide Angebote heute im Markt? Und ich glaube, es kam heute Morgen ein paar Mal rüber. Wir leben davon, dass Aussagen, die wir einmal treffen, dass wir die einhalten. Und dieses Vertrauen, was wir Kunden gegenüber geben und auch zurückbekommen, das wollen wir nicht brechen. Wir haben mit der Business Suite gesagt, wir unterstützen bis 2025 alle gängigen Plattformen. Und ein Kunde kann heute, wenn er möchte, von Oracle auf IBM wechseln, er kann von IBM auf HANA gehen und von HANA wieder zu Oracle. Also wenn ihm dieser Weg Spaß macht, kann er das tun. Es gibt zum Teil Kunden, die ihren Datenbank-Provider mal wechseln, von Zeit zu Zeit. Das machen sie nicht jedes Quartal, aber alle paar Jahre kann es mal vorkommen. So, dieses Versprechen haben wir für die Business Suite den Kunden gegeben und an diesem Versprechen werden wir auch festhalten. Können wir mit dieser Zusage die komplette neue Funktionalität, die ja seitens der Kunden gewünscht wird, zur Verfügung stellen? Nein, können wir nicht. Das war ja die Grundlage für die Entscheidung zu sagen, okay, dann müssen wir neben der Business Suite ein neues Produkt anbieten, welches jetzt S4 heißt, wo wir den Kunden selbstverständlich einen möglichst reibungslosen Weg von Business Suite zu S4 anbieten, aber je mehr wir hier rein investieren, desto stärker wird sich auch der Funktionsumfang und vor allem der Business-Mehrwert zwischen der Business Suite und S4 unterscheiden. Und ich habe das auch letztes Jahr schon gesagt, sollte es Wettbewerber geben, die in der Lage sind, HANA gleichwertig zu ersetzen, dann werden wir auch hier Offenheit zeigen und uns im Vorstand beraten, ob wir auch andere Plattformen mit der identischen Funktionalität hier unterstützen werden. Also hier keine Einbahnstraße, aber ganz klar die Aussage, warum bieten wir Business Suite on HANA an? Das hat Gründe, die wir in der Vergangenheit den Kunden versprochen haben, die wollen wir auch nicht zurücknehmen. Punkt 2, sehen wir hier irgendwo eine Sackgasse, wenn es in der digitalisierten Welt wesentlich höhere Flexibilität und Anpassung eines Systems an sich ändernde Anforderungen sowohl auf Kunden- als auch auf Lieferantenseite gibt.
Vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung dazu. Aber ich meine, ich habe natürlich heute als Anwenderunternehmen schon die Möglichkeit, mir eine IBM DB Blue und eben eine Oracle in Memory Option mit dazuzunehmen. Und auch dann kann ich ja heute teilweise im Sidecar-Ansatz, teilweise auf der gleichen Datenbank auch In-Memory-Funktionalität nutzen. Nur die volle Funktionalität, die habe ich natürlich heute dann so nicht auf der Business Suite. Muss man sehen, wie sich in der Zukunft eben ergänzen wird. Muss man einfach schauen, aber ich muss ja heute Dinge nicht aufgeben, die ich habe, um noch was dazu zu nehmen. Eine kleine Zusatzfrage noch. Wenn man jetzt an IoT-Denken, an die HANA Cloud-Plattform, wenn ich dort native Anwendungen entwickle, ich deploye dort Solutions, die es schon gibt, unter anderem von SAP, kann ich die in der gleichen Weise denn auch mit einer bestehenden Business Suite nutzen? Oder wäre dann auch es eher angeraten, S4HANA einzuführen? Also beispielsweise Predictive Maintenance, was hier eine Native Application ist. Könnte ich die in gleichem Umfang nutzen in Verbindung mit einer Business Suite wie mit einem S4HANA-System? Also im gleichen Umfang kann ich Ihnen nicht zusagen. Es gibt durchaus Szenarien, wo wir heute in der Business Suite nicht so schnell reagieren könnten. In einem Szenario, wo es auf eine Echtzeit-Stücklistenauflösung ankommt, brauchen wir dann HANA als Engine. Jetzt können wir, wie Herr Dr. Lenk ausgeführt hat, natürlich auch HANA als Sidecar dazustellen, so wie man bei IBM und bei Oracle In-Memory-Optionen hat, die als Sidecar dazugestellt werden können. Da gibt es aber von mir eine relativ klare Aussage. Auch wir haben zu Beginn HANA als Sidecar angeboten, bieten wir immer noch an. Das ist aber für mich nur eine temporäre Lösung. Man kann sich auf Dauer diese höheren Betriebskosten nicht leisten oder man will sie sich auch nicht leisten, sondern man will diese Integration von Internet of Things Szenarien in die IT-Infrastruktur ohne einen weiteren Sidecar, ohne ein weiteres System realisieren können. Und damit braucht man bei vielen Szenarien in Zukunft schon S4. Es gibt aber auch Szenarien, wo es keine hochperformante Algorithmik im Backend-System bedarf. Und da reicht die Business Suite natürlich. Frank Grünberg, Infomarkt. Ich habe zwei Fragen, beide an Herrn Lenk und auch an Herrn Leukert. Die erste Frage, Herr Lenk, ich habe in Ihrer Keynote heute, also ich habe einfach nochmal so die letzten Jahre rekapituliert. Sie haben mich, glaube ich, letztes Jahr, zumindest vorletztes Jahr, sehr, sehr ausführlich über Business Suite und Ihre Kritik daran und Forderungskataloge und so weiter, das war heute völlig weg. Also der Eindruck ist so ein bisschen bei mir entstanden zumindest, als dass S4HANA die DSAG so ein bisschen überrumpelt hat. Also Sie haben Mitglieder befragt, okay, die haben auch noch, also teilweise ist die Aufmerksamkeit relativ hoch dafür, dass das Produkt erst ein halbes Jahr im Markt ist. Aber ich habe überhaupt nicht vernommen, wie die DSAG jetzt damit umgeht. Also weil, ja, also das würde mich mal interessieren, weil es ist ja mehr als jetzt nur ein Upgrade, sondern es ist jetzt eine völlig neue Technologie, die da jetzt schrittweise in den Markt geführt wird. Und da war mir Ihre Keynote sehr defensiv im Vergleich zu den Vorjahren. Also Sie haben auch nichts zu Preisen gesagt und so weiter. Also da fehlt mir jetzt auch tatsächlich die Orientierung. Die zweite Frage ist zu diesem, jetzt muss ich mal nachgucken, wie das hieß. Einen Moment. Diese geschützte SAP-Zone, dieser EU-Access, genau. Da habe ich jetzt eine Sache nicht verstanden. War die DSAG daran beteiligt? Wenn ja, inwiefern? Zweitens, wann soll das losgehen? Und drittens, wird es da irgendwie ein Zertifikat für geben? Also weil das steht ja jetzt drin, wie es funktioniert. Aber ob es tatsächlich so funktioniert, das wäre ja schön, wenn das vielleicht mal ein Dritter prüft, damit man das auch glauben kann. Okay, das waren jetzt nicht zwei, sondern sechs Fragen, aber ich werde es versuchen. Ja, warum haben wir die Fragen nach Business Suite dieses Jahr nicht so in den Vordergrund gehoben? Die bleiben natürlich selbstverständlich und auch die Forderungen an die Business Suite Weiterentwicklung bleiben auch weiterhin so. Wir sehen, dass wir dieses Jahr extrem viele Fragezeichen in den Köpfen von den Unternehmen haben. Und deswegen haben wir dieses Thema S4 so prominent auf den Jahreskongress gehoben, weil ich glaube, es sind genau diese Fragen, die zu dieser Information, zu den Funktionalitäten, die momentan einfach geklärt werden müssen.
Und ich glaube, dieses Informationsbedürfnis ist einfach da. Das war der Grund, warum wir das haben. Ich kann mich über fehlende Funktionalität erst wirklich dann unterhalten, wenn ich die Funktionalität, die da ist, mal verstanden habe. Und da haben wir momentan einfach gegenüber der Business Suite einen gewaltigen Nachholbedarf im Markt. Das war der Grund, warum wir das so gemacht haben. Jetzt müssen Sie mir noch kurz helfen. Warum wir heute noch keine Frage zu Preisen oder beziehungsweise zu Kosten erhoben haben, liegt einfach daran, dass wir die Kino 2 geteilt haben und morgen mein Vorstandskollege Andreas Otzko sich dieser Frage widmen wird und ich wollte ihm nicht vorgreifen. Also da kommt morgen schon noch was dazu. Das waren jetzt nur zwei, war das im ersten Teil? War okay. EU-Access. Ist so, wie war die DSAG daran beteiligt? Also wir haben natürlich in vielen Gesprächen mit der SAP immer wieder auf dieses Dilemma hingewiesen, in dem wir eigentlich sind. Weil in dem Moment, wenn wir Daten outsourcen, Cloud nutzen und dann geben wir das nur einem Provider, der auch international tätig ist. Und unser Dilemma ist halt immer dann, wenn ein Provider international tätig ist, hat er Niederlassungen in den USA und dann kann er mir in Europa hier versichern, was er möchte. Er kann es einfach nicht halten. Das ist ein prinzipielles Dilemma, was wir einfach in diesem Umfeld haben, was auch die Politik leider immer noch nicht entsprechend gelöst hat. Insofern war die Forderung, die wir klar hatten, helft uns aus diesem Dilemma, politisch auf der einen Seite oder eben, und das war das, was wir auch diskutiert haben, indem ihr intern einfach verhindert, dass diese Daten abfließen. Und dann haben wir mal darüber diskutiert, wie man mit internen Firewalls das halt wohl machen könnte und haben halt gesagt, okay, der Weg ist steinig, aber den könnte man gehen, um da rauszukommen. Und nein, wir sind nicht in die SAP-Rechenzentren gegangen und haben halt gesagt, so und so müsst ihr das implementieren, das muss der Softwarehersteller schon selber machen. Aber die SAP kam dann zurück und hat gesagt, ja, wir haben verstanden und wir bieten das jetzt an. Vor allen Dingen kam die SAP daher, weil sie gesagt haben, wir müssen das ja für den Datenschutz anyway lösen. Und dann haben wir halt noch einen draufgepackt und haben halt gesagt, okay, wenn ihr das für den Datenschutz löst, dann ist mein Intellectual Property an dieser Stelle auch gleich mitgelöst. Habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Feedback kam jetzt im Sommer diesbezüglich und seitdem, korrigieren Sie mich, seit dem 1. Juli ist das einer kleinen Anzahl von interessierten Unternehmen auch bereits zugänglich. Und diese Testphase scheint das erfolgreich absolviert zu haben, wo jetzt die SAP dann eben gesagt hat, zum Jahreskongress können wir das auch announcen und wir können das einer größeren Anzahl von Unternehmen auch zur Verfügung stellen. Und es gibt ja Zertifizierungen von der SAP, inwieweit die momentan jetzt erweitert sind, um auch das zu testen, das mitzutesten, entzieht sich momentan meiner Kenntnis. Aber ich glaube, das ist eine spannende Frage, die wir einfach angehen müssten, dass es auch ein EU-Proofed-Siegel für so etwas geben sollte. Ja, vielleicht ergänzen nur, wir hatten auch Kunden, die in unsere Rechenzentren gekommen sind, geprüft haben, Protokolle angeschaut haben, einfach um da Vertrauen zu gewinnen. Das ist nach wie vor natürlich deswegen kein Prüfzertifikat einer unabhängigen dritten Organisation. Sollte es da irgendeine Institution geben, die ein solches Zertifikat ausstellt, ist es uns recht. Also wir haben diesen Service heute, wir lassen uns da auch gerne zertifizieren. Ich glaube, dass wir uns nicht selbst zertifizieren können. Kunden haben jedoch die Chance, in unsere Rechenzentren zu gehen, Access-Protokolle, von welchem Rechner hat welcher Mitarbeiter, welche Daten angeschaut, das können wir alles transparent darlegen. Insofern würden wir uns da eher wünschen, dass es dieses Zertifikat gibt, weil der Bedarf im Markt wohl vorhanden ist. Herr Leugert, und zwar geht es um die Transformation von der klassischen Business Suite auf S4 oder S4HANA. Was tut da die SAP, um sagen wir, diesen Prozess zu begleiten, die SAP selber, und kommt da nicht den Partnern eine noch größere Rolle zu, als es in der Vergangenheit schon der Fall war? Neue Datenbank, neue Hardware, neue Funktionalität, viele neue Geschäftsprozesse in verschiedenen Feldern. Allein schon bei der Aufzählung kann es ja dem einen oder anderen Kunden, ja, ich will es nicht sagen schlecht werden, aber der winkt ja schon mal ab. Also was macht da die SAP? Gibt es da spezielle danach Kurse oder Zertifizierung für die Partner? Wie stellt man sich das vor? Also zum einen ist es eine große Notwendigkeit an neuen Services, die über
die technischen Details hinausgehen. Ich glaube, Technologie, haben wir vorher diskutiert, können wir abhaken, ist unser Job, muss funktionieren. Damit ist aber die Transformation nicht umgesetzt, sondern mit Transformation ist Change Management im Unternehmen notwendig. Und das ist eben nicht trivial mit Technologie zu lösen. Und deswegen brauchen wir da Partner. Wir brauchen aber auch unsere eigene Serviceorganisation. Wir haben speziell wegen S4 jetzt unser komplettes Serviceportfolio umgekrempelt, haben in der eigenen Organisation bei SAP Mitarbeiter geschult auf Business Transformation, auf Change Management, was ist möglich. Das wird aber nicht ausreichen, weil es nicht unser Ziel ist, dass die SAP alle Projekte macht, sondern wir müssen das gesamte Partner-Ökosystem da involvieren. Und dort, wo wir es bisher nicht gemacht haben, merken wir auch, dass der Fortschritt und die Veränderung nicht in der Geschwindigkeit stattfindet, wie es sich das Unternehmen vorgestellt hat. Also da sind wir bestimmt in der Anfangsphase. Wir werden auch spezielle S4-Service-Tage dafür unter Leitung von Michael Kleinemeier, der morgen reden wird, und Gerd Oswald war ja vorher auch in unserer internen Abstimmung dabei, aufsetzen, um genau dieses Knowledge Transfer und Partner Enablement zu realisieren. Jetzt klang ja so durch bei Ihnen, Herr Dr. Lenk, dass es nicht so einfach ist, an Informationen bezüglich S/4HANA zu kommen. Frage an Herr Leukert, warum ist das so schwierig? Es ist ja ein Thema, das nicht von heute auf morgen aufpoppt, aber offensichtlich schafft es die SAP ja nicht, da die von den Kunden verlangten Informationen zu liefern. Woran liegt das? Also erstmal nehmen wir das als Feedback auf. Wenn wir jetzt geschafft haben, innerhalb von 6-7 Monaten weit über 1000 Kunden davon zu überzeugen, die kaufen nicht mal so einfach, weil ihnen die Information fehlt. Das zeigt mir, die Information ist vorhanden. Wir haben die Transparenz. Wir hatten auch uns vorher abgestimmt. Es reicht aber nicht, wenn wir jetzt die im Meetingraum hier in Bremen austauschen, sondern ich nehme das Feedback mit, dass wir die Information strukturierter aufbereiten müssen und auch über Kongresse wie jetzt den DSAG-Jahreskongress, eine Sapphire, hinaus über andere Medien zur Verfügung stellen müssen. Ist Feedback, was wir ernst nehmen, freut mich eher in diese Richtung, wie wenn jetzt das Feedback käme, ja, die gesamten Informationen sind da, wir haben es uns angeguckt, Kundeninteresse gibt es keins. Also dieses Problem zu lösen, ist einfacher. Was ich Ihnen nur sagen kann, wir haben die komplette Information intern im Hause verfügbar. Wir nutzen sie permanent in Kundenworkshops und das ist jetzt eine Frage von Rollout, sowohl intern als auch Richtung Partner-Ökosystem. Ich hätte gleich noch eine andere Frage an Herrn Dr. Lenk. Herr Leukert sagte gerade, also die neue Funktionalitäten werden nicht nur in Form von Upgrades, Releases ausgespielt, sondern kommen kontinuierlich alle paar Monate. Jetzt rückblickend auf die alte SAP-Welt ist das natürlich ein Albtraum für jeden SAP-Administrator. Das mag in einer homogenen SAP-Welt funktionieren, in einer typischen SAP-Welt sieht es natürlich ganz anders aus. Da sind andere Systeme angeflanscht, man hat womöglich Dinge angepasst, customized. Das müsste man natürlich dann theoretisch auch alle paar Monate wieder komplett neu durchtesten. Ist das ein Vorgehen für Sie, das so praktikabel ist, dass dann wirklich alle paar Monate neue Funktionen einfach so mal ausgerollt werden, Sie implementieren das und es funktioniert alles? Sie nehmen die Antwort ja in Ihrer Frage schon vorweg. Nein, das ist natürlich nicht möglich. Also wir werden nicht quartalsweise die Prozesse in den Firmen, und das ist ja nicht nur ein System, über die sowas eingespielt wird, sondern das sind ja auch mehrere Systeme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unternehmen quartalsweise eigentlich einen rollierenden Change-Management-Prozess implementieren werden, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mit dem Entwicklungssystem das eingespielt habe und dann über das Qualitätssicherungssystem im Produktivsystem, da brauche ich ja schon allein 3 Monate, bis ich wieder am Anfang bin. Das heißt, wir wären dann eigentlich in einem Prozess, wo wir nur noch Prozesse in den Firmen durchtesten und eigentlich die Funktionalität kaum noch konsumieren können. Also ja, wenn die SAP das quartalsweise die Verbesserungen ausliefern wird, dann ist das ja auch mehr oder weniger wie in der Vergangenheit und es wird Release-Zyklen auch geben in den Firmen, die damit umgehen und wie die Release-Zyklen definiert werden, ob die halbjährlich, jährlich oder zweijährig sein werden, das möge jedes Unternehmen für sich entscheiden. Aber also es ist eben ein Unterschied,
ob ich ein Update von Microsoft mal eben aktiviere und sage, okay, das wird über Nacht eingespielt, oder ob ich ein SAP-System habe, wo ich die Prozesse durchteste, die ich gegebenenfalls auch angepasst habe und das eben permanent update. Das wird nicht unkontrolliert passieren und die Kontrolle wird sicherlich nicht quartalsweise sein. Und ja, ganz ehrlich, auch als DSAG setzen wir Cloud-Dienste schon länger ein und also auch ein quartalsmäßiges Updaten im Cloud-Bereich ist nicht unbedingt das, was man als pain-free bezeichnen würde. Also immer dann, wenn wir wirklich wichtige Prozesse der Unternehmen darauf haben, brauchen wir auch einen Qualitätssicherungsprozess in den Unternehmen und der kann nicht kontinuierlich sein. Das wird nicht funktionieren. Und je besser das ist, das kennen wir auch im Unternehmen, wir können auch Qualitätskontrollen zurückfahren, wenn wir Lieferanten haben, die sehr zuverlässig immer die gleiche Qualität haben, dann muss ich halt nicht mehr jedes Mal testen. Aber so wie unsere Prozesse heute noch in den Unternehmen gestrickt sind, da brauchen wir einen Qualitätssicherungsprozess und den werden wir nicht über heute oder morgen aufgeben. Mhm. Ja, dann. Herr Bayer, vielleicht nur ergänzend, wenn sich die IT-Landschaft nicht ändert, dann stimme ich Herrn Dr. Lenk hier voll zu, dann wird es nicht möglich sein, quartalsweise diese Innovationen einzuführen. Ich habe aber letzte Woche, Donnerstag und Freitag, zwei strategische Meetings mit CIOs von größeren deutschen Firmen gehabt und wörtlich haben beide unabhängig gesagt, wir haben in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, uns vom Standard zu entfernen und hunderte oder sogar tausende von Modifikationen in ihr System einzuspielen. Das heißt, mit beiden haben wir letzte Woche vereinbart, dass wir ein System aufbauen, welches heutige Standardprozesse nimmt. Die CIOs werden sie dem Business zeigen und wenn dann keiner die Hand hebt, dann werden sie so implementiert. Jetzt mag sein, dass aus 3000 vielleicht 5 oder 10 übrig bleiben und dann haben wir in S4 ein In-App-Modifikationskonzept, sodass wir modifikationsfrei Erweiterungen machen können in kleinem Umfang oder über die HANA Cloud Plattform größere Änderungen in das System integrieren können. Dieser Weg wird von vielen im Moment als zielführend angesehen und da bekommen wir sehr positives Feedback. Wenn dieser Weg so nicht beschritten wird, dann stimme ich Herrn Dr. Link zu, dann wird es dabei bleiben, so wie Unternehmen heute Software konsumiert haben, so werden sie es auch in Zukunft konsumieren, allein aufgrund des Aufwands zu testen, die Software dann produktiv zu setzen. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen in der Vergangenheit einen schlechten Job gemacht haben, ganz im Gegenteil. Diese Komplexität, 365 Tage im Jahr zu managen, erfordert ein hohes Maß an Disziplin und auch Professionalität. Das also kann ich nur jeden Tag den Hut ziehen, wenn ich sehe, was unsere Kunden da managen. Vergessen Sie die Schulung nicht. Auch. Ja, vielen Dank für die reichlichen Fragen und die Antworten dazu. Ist eben schon angeklungen, morgen früh 9.15 Uhr, die zweite DSAG Keynote. Wer selber nicht dabei sein kann, das wird aufgezeichnet, später dann im Nachgang im Internet über YouTube zur Verfügung gestellt. Da bekommen Sie von uns auch einen kurzen Hinweis, dass das Video eben hochgeladen ist und da können Sie sich dann auch nochmal ausführlich informieren. Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag. Alle, die heute Abend beim Pressedinner dabei sind, hoffe ich, haben noch viel Hunger und bringen noch viele Fragen mit. Und ja, dann sehen wir uns heute Abend. Dankeschön.